David Blacher ist hier nach dem 4:3 Auswärtssieg hier bei Eintracht Braunschweig. David, ich bin irgendwie fassungslos beeindruckt von euch heute, von der Leistung. Ja, ich glaube, man kann beeindruckt sein von dem Spektakel, was es letztendlich war. Es war jetzt keine blitzsaubere Leistung von uns. Es ist nicht die Defensivleistung, die wir eigentlich ja sonst anbieten. Aber gut, das ist ein Auswärtsspiel bei Eintracht Braunschweig, dem ehemaligen Erstligisten. Das ist eine Truppe, die ja von vielen Trainern als Aufstiegskandidat genannt wurde. Und natürlich, ich höre gerade, ja, wir waren die erste bessere Mannschaft in der ersten Halbzeit. Ja, alles andere wäre auch überraschend, wenn sie keinen Druck gemacht hätten. Aber ich glaube, nach jedem Gegentor haben wir gezeigt, wenn wir den Ball laufen lassen, dann sieht es auch ganz, ganz schlecht aus für die. Und ich glaube, nach dem 4:2, wenn man da ein, zwei Situationen in dieser Phase besser ausspielt, dann, dann klingelt es hier mal richtig in der zweiten Halbzeit. Deswegen, am Ende, klar, schwimmt man immer ein bisschen. Ja, das ist, wie gesagt, ein Auswärtsspiel. Und die haben nochmal richtig Druck gemacht, alles nach vorne geworfen. Deswegen gerät man da natürlich etwas in Bedrängnis, aber trotzdem glaube ich, dass es auf jeden Fall kein unverdienter Sieg war, weil wir zwischendurch absolut aufblitzen lassen haben, was für eine spielerische Klasse wir auch dann haben. Das müssen wir nur viel, viel öfter auf den Platz bringen, um uns dann hinten raus nicht so quälen zu müssen. Beeindruckt war ich vor allem, weil ihr immer so zurückgekommen seid. Die ersten 20 Minuten, gebe ich zu, war ich schon ein bisschen beeindruckt von den Braunschweigern, die hier so ein extremes Pressing gegen euch gespielt haben. Aber dann habt ihr es wirklich geschafft, nach jedem Tor sofort zurückzukommen, den jungen Felix Agu direkt wieder mitzunehmen. Was macht die Mannschaft? Wie macht ihr das? Ja, wir haben halt Selbstvertrauen im Moment und lassen uns nicht von so einem Gegentor dann nach hinten werfen. Aber trotzdem muss es dann unser Anspruch sein, dass wir halt nicht erst nach dem Gegentor reagieren. Und das müssen wir uns heute auf jeden Fall ankreiden lassen, weil, wie du auch gesagt hast, am Anfang auch ein hohes Pressing uns so ein bisschen den Zahn gezogen hat und wir nicht so aufgebaut haben, wie wir es dann vielleicht hinterher hätten machen sollen, beziehungsweise gemacht haben und am Anfang hätten machen sollen. Und trotzdem... Es ist halt ein großes Selbstbewusstsein im Moment, das es auch ausmacht und das auch da sein muss. Wir sind Erster, deswegen muss man hier auch mit gewissem Selbstvertrauen auch nach dem Rückstand auftreten. Und das haben wir gemacht und deswegen nehmen wir die 3 Punkte hier mit. Ich weiß nicht, ob ich mich weit aus dem Fenster lehne, aber ich glaube, dass das eine stabilere Braunschweiger Mannschaft ist und vielleicht nicht mehr so ganz so viele hier 3 Punkte mitnehmen. Und deswegen sind die auch einiges wert. Du hast gerade vor dem Interview kurz zu mir gesagt, als ich gesagt habe, ich hätte irgendwie gedacht, das geht noch 4-4 aus heute. Hast du ganz selbstbewusst gesagt, nee, das geht hier nicht 4-4 aus, wir nehmen die 3 Punkte mit. Ist das wirklich so, Sie selbst vertrauen, dass in der Truppe gerade drin ist? Ja, wir müssen ja daran glauben, dass wir das dann auch bis zum Ende ziehen. Also die waren klar, mit dem Philipp Hofmann vorne drin sind sie gefährlich mit hohen Bällen und das haben sie dann halt auch brutal gemacht am Ende. Die hatten ja auch keine schlechte Spielanlage, haben ja auch in den Halbräumen gut gespielt, viele Flanken reingeschlagen, aber trotzdem habe ich mich... trotzdem habe ich mich sicher gefühlt. Selbst die letzte Aktion, wo dann das Publikum ein bisschen Elfmeter fordert gegen Felix Agu, das ist eher im Gegenteil in meinen Augen ein Foul für uns im 16er. Und deswegen, ich habe daran geglaubt, dass wir kein Gegentor mehr fangen. Ich habe mich eher darüber geärgert, dass wir ein drittes gefangen haben. Nach dem Spiel der Kreis in der Mitte, das war ja irgendwie total ausgelassen. Kannst du es kurz beschreiben mit den Fans dann auch danach? Ja, wir haben... gemerkt, dass wir zu den Fans gegangen sind, beziehungsweise schon im Vorfeld des Spiels, dass es hier ja ein geschichtsträchtiges Spiel sein kann, wenn wir gewinnen. Und das hat dann so ein bisschen die Freude ausgelöst nach Abpfiff. Und trotzdem ist die größte Freude nicht, dass wir hier Geschichte geschrieben haben, sondern dass wir 3 Punkte haben und uns morgen angucken können, was die anderen machen. Und das ist im Moment ganz wichtig. Uns wird immer vorgeworfen, Floskeln mit von Spiel zu Spiel, aber das ist einfach so. Uns kann die 3 Punkte jetzt keiner nehmen und jetzt müssen wir uns darauf konzentrieren, dass wir im nächsten Spitzenspiel, das uns am kommenden Montag vor der Brust, oder in einer Woche Montag vor der Brust steht, dass wir das dann auch wieder ziehen. Und ich freue mich dann auf das Spiel in der Bremer Brücke. Wir freuen uns auch riesig, hoffen auch natürlich auch eine volle Bremer Brücke am Montag gegen Oerding und wünschen euch jetzt erstmal eine schöne Heimfahrt und das ein oder andere Bierchen vielleicht, dann habt ihr euch jetzt, finde ich, auch verdient, oder? Schauen wir mal, was der Trainer sagt. Vielen Dank. Ciao. Ciao. Gut. Danke.